Dass die Kräfte einer herausragenden Persönlichkeit, die vor vielen Jahrzehnten verstorben ist, heute noch eine Bedeutung haben, heute noch wirken, das ist in der Tat etwas Sensationelles, das ist ein Wunder, dem wir im folgenden Gespräch auf den Grund gehen wollen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde beim Alpenparlament. Ich begrüße im Studio ganz herzlich Herrn Dr. Vogelsberger, Herrn Block. Unser Thema Bruno Gröning, 1906 bis 1959. Es gibt, da gehen wir nachher drauf ein, bis zum heutigen Tag und wie man sagen muss und sagen soll, hoffentlich noch viele, viele Jahre, einen Freundeskreis, bei dem es unverändert um das, was damals, ich sage das mal etwas vorsichtiger und neutraler, was dort an Kraft gewirkt hat. Er hat das ja selber immer etwas zurückgeschraubt und nicht auf sich bezogen. Was heute noch vorhanden ist, was heute noch Menschen hilft. Insofern eine absolute Ausnahmepersönlichkeit. Wer war Bruno Gröning? Ja, Bruno Gröning lebte, wie Sie sagten, von 1906 bis 1959. Und er führte die Menschen durch Heilung auf dem geistigen Weg. Ja, man kann sagen, zu einem lebendigen Glauben an Gott zurück. Die Lehre, die er vermittelt hat, beinhaltet im Kern das Wissen um die Aufnahme einer Heilkraft. Natürlichen Heilkraft, universellen Heilkraft. Es gibt in den unterschiedlichen Bereichen unserer Erde unterschiedliche Namen dafür, Prana, Chi. Ja. Letztendlich führt Bruno Gröning auch diese Heilkraft auf Gott zurück. Er nannte sie Heilstrom. Heilstrom. Das war die Begrifflichkeit, die er dafür gewählt hat. Jetzt ist in der Vita zu beobachten, dass das etwas ist, diese Kraft, die er aufnehmen und weitergeben konnte, eine Kraft ist, die bei ihm als Junge, als Kind oder Jugendlicher schon festzustellen war. Ja, das ist ganz interessant. Also er selber hat natürlich auch irgendwann, auch schon in der Kindheit, gemerkt, dass von ihm Kräfte ausgehen. Ist ganz klar, wenn man so mit Jugendlichen, Gleichaltrigen zusammen ist, irgendwo ist man dann möglicherweise so eine Art Sonderling, weil man sich anders verhält. Man reagiert auf bestimmte Dinge einfach anders. Und die Erwachsenen haben das irgendwann auch gemerkt und dann war zufällig der kleine Bruno mal am Krankenbett, so erzählt man sich. Ja. Und da gibt es auch genügend Bestätigungen auch aus dieser Zeit. Und der Person, die da im Krankenbett lag, der ging es dann wieder besser. So, und das ist öfter vorgekommen und irgendwann macht es halt Klick, dann spricht sich's rum und dann sagt man, Mensch, also der kleine Bruno, wenn der bei mir ist, dann geht es mir einfach gut, wunderbar. Und später ist es dazu gekommen, dass auch Arbeitskollegen, die einen Unfall hatten, gesagt haben, Bruno, komm mal her. Und dann ging es dem gleich besser, der wurde ruhiger und Dinge sind da passiert, die sind schon wirklich außergewöhnlich. Aber es war halt alles erstmal im Kleinen. Wir sehen das nachher in einem kleinen Ausschnitt in der Vita, in einem kleinen Film, dass da ja auch richtig Bemerkenswerte, also wenn ich an die Heilung 1930 mit wiederum einem Jungen, da war er dann schon 1930, 24, schon etwas älter, ein junger Mann, wo es um eine richtig schwere Indikation, ein richtig schweres Krankheitsbild ging. Und das war aufgelöst anschließend. Ja, ja. Jetzt, weil das im Film nicht vorkommt, meine Frage, wir steigen dann in die größere Thematik ab 1949 ein. Auch in der fürchterlichen Zeit des Krieges, auch da gibt es solche Berichte. Wie hat er den denn, also wie hat er die Kriegszeit überlebt oder was hat er während der Kriegszeit machen können und wie konnte er da gegebenenfalls auch schon mit seinen Kräften was erreichen? Also diese Zeit ab 43, er wurde 43 dann auch eingezogen, war für ihn nicht einfach, weil er generell gesagt hat,
ihr könnt machen, was ihr wollt, ich schieße auf keinen Menschen. Er hat sich da also komplett rausgenommen und da hat man ihn noch vors Kriegsgericht gestellt und so weiter. Und letztendlich hat man ihn aber dann doch an die Front geschickt. Da ist er dann auch mehrfach verwundet worden und kam dann in Kriegsgefangenschaft und war dann in einem Lager. Und da ging ihm dann auch ein besonderer Ruf nachher sozusagen voraus, dass er sich also da wirklich für seine Mitgefangenen auch bei der Lagerleitung eingesetzt hat, ja, dass sie besseres Essen bekommen, all solche Dinge. Und auch ehemalige Kameraden von ihm haben dann danach, als sie dann aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurden, auch wunderbare Zeitzeugenberichte aus dieser Zeit abgegeben und das auch wirklich bestätigt, dass das tatsächlich so war. Und er hatte natürlich in der Zeit sicherlich auch ein Umfeld, wo es jetzt nicht nur die Nöte, was die Nahrung betraf, sondern natürlich Verletzungen, Lazarett. Also auch da kann man sich natürlich vorstellen, dass es genügend Menschen gab, die Hilfe brauchten. Ja. Und da konnte er auch wirken. Es war ja wie nach 1949 dann auch. Die Journalisten, die damals über diese Dinge, die in Herford, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, und Traberhof darüber geschrieben haben, die sprachen von einem Elendsheer, was sich da versammelt hat. Ja. Das waren ja die Geschlagenen der Zeit damals, die in der Nachkriegszeit, das war schon eine besonders schwere Zeit für die Menschen damals. Nicht nur, weil sie seelisch auch schwer belastet waren durch die ganzen Kriegserlebnisse, sie waren auch körperlich ausgemergelt, mangelhafte Nahrung und all diese Dinge. Und dann die Belastungen waren schon enorm. Dann Existenzängste, alles das kam ja damals zu dieser Zeit da zusammen. Und da hat er schon Besonderes bewirkt. Ja. Man sieht das an den Bildern. Wir gucken jetzt gerade mal in den ersten kleinen Clip rein, der so ein bisschen die Vita und dann eben vor allen Dingen, weil es dann eine ganz andere Dimension als diese persönlichen, individuellen Heilungen angenommen hat ab 1949. Bruno Gröning wurde am 30. Mai 1906 in Danzig geboren. Schon während seiner Kindheit und Jugend geschahen ungewöhnliche Heilungen. Aus den 1930er Jahren liegen bereits erste Zeitzeugenberichte vor über Heilungen von Krebs, Diphtherie, Blindheit, Taubheit und Lähmungen. Bekannt wurde Bruno Gröning im Frühjahr 1949 durch die Heilung eines an progressiver Muskeldystrophie erkrankten 9-jährigen Jungen in Herford. Die Eltern machten die Heilung publik und schon bald strömten hunderte Kranke in das kleine westfälische Städtchen. Die Zeitungsmeldungen überschlugen sich. Von weiteren aufsehenerregenden Heilungen war die Rede. Und der Andrang der Kranken wurde immer größer. Keiner sprach mit den anderen. Alles war stumm und still. Keiner sagte was. Und als er auf den Balkon kam, dann hat er gesagt, steht auf, ihr Gelähmten, ihr könnt gehen. Und dann sind sie aufgestanden. Ich war fassungslos, wo ich das gesehen habe. Die Tränen rollten, aber nicht nur von mir, auch von anderen. Wenn sie dann gesehen haben, dass die Leute dann aufstanden, wenn Gröning mit ihnen gesprochen hatte, oder nur, dass er oben stand, und wenn er dann sagte, jetzt stehen sie auf, und die Leute standen auf, oder Leute, die an Krücken gingen, die Krücken wegwarfen und liefen, dann kann man solchen Menschen nicht mehr als Scharlatan betrachten. Im Sommer 1949 befasste sich auch die Wissenschaft mit dem Phänomen Gröning. In Zusammenarbeit mit der Heidelberger Universitätsklinik sollte die Heilmethode Grönings erforscht werden. Auch hier wurden Heilungen festgestellt. Von beachtlichen, zum Teil sogar aufsehenerregenden Ergebnissen war die Rede. Am beeindruckendsten war wohl der Fall Strobel. Seit Jahren litt er an der Bechterewschen Krankheit. Völlige Versteifung der Wirbelsäule und starke Schmerzen waren die Folge. Innerhalb kürzester Zeit war er schmerzfrei und konnte sich wieder frei bewegen. Als Ergebnis hielten die Wissenschaftler fest, Bruno Gröning ist kein Scharlatan, kein Hypnotiseur, kein Wunderdoktor, sondern ein begabter, nichtärztlicher Psychotherapeut. Im Spätsommer 1949 rückte der Rosenheimer Traberhof ins Blickfeld der Öffentlichkeit.
bis zu 30.000 Menschen drängten hier täglich zu Bruno Gröning und erhofften sich von ihm Hilfe und Heilung. Ich hatte eine gelähmte Hand. Ich konnte den Löffel nicht mehr zum Mund führen. Und diese gelähmte Hand wurde zwar behandelt, wir haben alles gemacht, was möglich war, aber sie war immer noch gelähmt. Bruno Gröning sprach nur zu den Kranken. Er behandelte sie nicht, sondern forderte sie auf, nicht mehr an ihre Krankheiten zu denken und stattdessen in ihren Körper hineinzuhorchen. Er schaute mich nur an und habe ich ihm die Hand gezeigt. Und dann, ich weiß, ich war da Tisch oder was, auf jeden Fall. Ich hatte die Hand so und auf einmal, die Finger haben Trommelfeuer gemacht. Eine ganze Weile. Und in dem Augenblick war die Lähmung verschwunden. Es ging binnen einer halben Stunde. Was ich gesehen habe, das waren die Rollstuhlfahrer. Und da ist also eine ziemlich große Anzahl, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, tatsächlich der Aufforderung Grönings gefolgt und sind aus den Rollstuhl aufgestanden und haben den Rollstuhl selbst geschoben. Das habe ich gesehen. Doch es gab nicht nur Befürworter Grönings. Schon in Herford hatte man ihm vorgeworfen, er übe eine Heiltätigkeit aus und verstoße gegen das Heilpraktikergesetz. 1951 wurde er unter dem gleichen Vorwurf sogar angeklagt, im Jahr darauf aber freigesprochen. 1955 erhob die Münchner Staatsanwaltschaft erneut Anklage. In einem mühevollen Weg durch die Instanzen zog sich der Prozess über mehrere Jahre hin. Erst als Gröning im Januar 1959 in Paris starb, wurde der Prozess eingestellt. Ein endgültiges Urteil wurde nie gesprochen. Gröning hatte immer wieder betont, dass nicht er heilt, sondern Gott. Gott ist der größte Arzt. Es gibt kein Unheilbar, sind Kernaussagen seiner Lehre. Sein Selbstverständnis drückte er folgendermaßen aus. Ich will für die Menschen nur ein Wegweiser sein, indem ich den Menschen den richtigen Weg zeige, den Weg zum Herrgott. Ich will Menschen wieder zum Glauben zurückführen. Ich frage keinen Menschen nach Religion und Nation. Mensch ist Mensch. Da gibt es keinen Unterschied. Und sagen Sie bitte niemals, dass ich Sie geheilt habe. Nein, ich bin nur ein kleiner Vermittler, mehr nicht. Ein winziger Transformator. Wem die Hilfe zuteil geworden ist, der soll dem Herrgott dafür danken. Ich bin nichts, unser Herrgott ist alles. Das, was wir an Heilung gesehen haben, muss man sich das so vorstellen, dass damit, also bei denen, die dann ihre Rollstühle selber geschoben haben, die alte Dame haben wir ja heute noch gesehen, das ist dann auch so geblieben, medizinisch gesehen. Davon kann man ausgehen. Ja. Und das Erstaunliche ist, dass diese Heilungen heute eben immer noch passieren. Ja. Das ist für uns Ärzte nicht erklärbar. Aber wir sehen es und wir untersuchen es. Interessant fand ich an dem Clip, dass sich immerhin, heute völlig undenkbar, eine Universität mit dem Thema befasst hat und zu einem erstaunlich klaren und fairen Urteil kommt. Das ist etwas, was man sich sicherlich heute auch wünschen würde, dass man einfach einem solchen Phänomen oder einer solchen Kraft mal nachgeht, aber gehe davon aus, dass sich das nicht wiederholt hat und sich jetzt irgendwie die Unikliniken um sie reißen, oder? Das ist nicht der Fall. Ja. Wobei wir in Universitäten sehr wohl vortragen dürfen und es auch schon etliche Verbindungen, weniger in Deutschland, aber hauptsächlich in Nordamerika gibt. Aber es ist eben nicht so, dass wir nach einem Faktor X, wie damals genannt, oder Faktor Gröning, forschen wollen, sondern es geht darum, was hat möglicherweise der einzelne Geheilte wirklich getan und gibt es da Übereinstimmungen, die eben wirklich zur Heilung geführt haben. Sie hatten angesprochen Heilstrom. Das muss unbedingt nochmal vertieft werden, weil das ja letztendlich das zentrale Thema ist. Wie muss man sich das vorstellen? Kann ein Heilstrom aktiviert werden und dann an Menschen weitergegeben werden? Ja, die Aufnahme
oder das Wissen um diese Existenz einmal, da fangen wir ja mit an. Erstmal muss es ja wieder ins Bewusstsein letztendlich der Menschen kommen, dass es überhaupt so etwas gibt. Das ist der zentrale Bestandteil der Lehre Bruno Grönings, dass es diesen Heilstrom gibt. Und der, so sagte er selber, ist in Hülle und Fülle letztendlich auf diesem Erdball vorhanden. Manche nennen das die universelle Kraft. Letztendlich führt Bruno Gröning die auf Gott zurück. Und er sagte, oder er lehrte, wie man diese Kraft aufnehmen kann durch eine entsprechende Geistes- und Körperhaltung. Eine offene Körperhaltung, die Beine nicht gekreuzt zum Beispiel, die Hände offen auf die Oberschenkel gelegt und dann entsprechend auch von der Geisteshaltung her war ganz zentral das Lösen von allem, was ja, man als Sorge, als Last, als Krankheit und so weiter empfindet. Und dieses gedankliche Lösen davon erleichtert diese Kraftaufnahme. Und der ein oder andere spürt dann ein Kribbeln im Körper, spürt Wärme oder spürt auch Schmerzen. Und viele Wissenschaftler haben sich auch schon mit diesem Phänomen allgemein noch beschäftigt. Und die führen das häufig zurück auf, beschreiben es als Schwingung. Der Körper ist Schwingung. Und wenn man jetzt eine positive Schwingung in sich aufnimmt, diese positive Kraft in sich aufnimmt, dann geht die durch den ganzen Körper und sorgt halt ordnend und reinigend dafür, dass die niedrige Schwingung, die negative Schwingung aus dem Körper herausgeht. Und das sagen die Wissenschaftler. Bruno Gröning sagt einfach, dass diese Kraft hilft und heilt. Man könnte das ja, wenn man das so ein bisschen mit dem indischen Bereich vergleicht, auch mit quasi einem Öffnen der Chakren vergleichen, in dem dann ein Heilstrom im Organismus des Körpers zugelassen wird und dann aber auch wirkt. Letztendlich gibt es viele Wege, diese Heilkraft aufzunehmen. Und jeder Kontinent, jeder Bereich hat natürlich seine eigenen Wege dahin. Und das hat auch Bruno Gröning ganz offen angesprochen. Er hat nicht gesagt, ich bringe euch jetzt die alleinig selig machende Lösung für eure Probleme, sondern er hat gesagt, es ist ein Weg zu Gott. Wir haben es gerade in dem Zuspieler gehört. Er hat sich selbst als Person immer zurückgenommen und hat auch gesagt, ich bringe euch nichts Neues. Das ist uraltes Wissen. Nur er hat es halt für unseren Bereich, ich sag mal, überlegen Sie sich, 49, wenn da jemand gekommen wäre und über Chakren gesprochen hätte in Deutschland, die hätten ja gleich eingeschlossen, sage ich jetzt mal, ganz extrem. Er war ja ein Pionier in der damaligen Zeit. Heutzutage nickt jeder, der sich damit beschäftigt, sagt, klar, Chakren habe ich schon 10 Bücher drüber gelesen. Ja. Nur damals war der ein absoluter Pionier mit Heilung auf dem geistigen Weg. Und das war halt richtig harte Arbeit für ihn, die Menschen durch das Ergebnis letztendlich davon zu überzeugen, dass es sowas gibt. Und alleine dieses Bewusstsein, dass man sich ganz einfach, wir brauchen hier unsere Beine nicht besonders überkreuzen, wir brauchen keinen Kopfstand zu machen. Andere Bereiche, die sagen, das ist genau die Position, in der man am besten die Kraft aufnehmen kann. Mhm. Hier bei uns, sage ich mal, ist es am einfachsten, sich ganz bequem hinzusetzen, die Hände auf die Oberschenkel zu legen und sich entsprechend einzustellen, wie Bruno Gröning das sagte. Das ist vergleichbar. Er war ein Freund von einfachen Worten und von einfachen Beispielen. Und eins meiner Lieblingsbeispiele ist, dass er das so verglichen hat, dass man sich vergleichen soll mit einem Radiogerät. Das Radiogerät ist jetzt vergleichbar mit dem Körper. Ja. Und jetzt muss man halt das erstmal einstellen oder anstellen, also in die entsprechende Position kommen. Und jetzt muss man einen richtigen Sender suchen, um auch die Sendung zu empfangen. Ja. Ganz einfaches Beispiel. Also ich kann mich einstellen, ich suche aber nicht den richtigen Sender. Dann kann es sein, dass ich sitze und überhaupt nichts spüre. Also es gehört eine gewisse Körper- und Geisteshaltung schon dazu, dieses sehr, sehr erleichtert, diese Kraft dann aufzunehmen. Die Gegner, wir sehen das ja mit dem Verfahren. Ist das, also es ist einfach zu sehen, wie sich die Bilder gleichen zu den entsprechenden Themen, die wir heute haben. Ist es ausgegangen erstmal von der Ärzteschaft oder wer waren diejenigen, die als treibende Kraft versucht hatten,
diesem Wirken und diesem Können einen Riegel vorzuschieben. Ja, wer da jetzt letztendlich der Auslöser war, kann man im Nachhinein, glaube ich, nur noch ganz schwer feststellen. Aber Tatsache ist, dass natürlich, in Anführungsstrichen, natürlich aus bestimmten gesellschaftlichen Kreisen, Kirche, Ärzteschaft, da Bestrebungen waren, dem ein Ende zu setzen. Ja. Das war für die einfach zu fremd. Und sie haben es selber im Zuspieler gesehen und auch hervorgehoben, anfangs waren sie positiv ausgerichtet. Und man darf ja nicht verkennen, dass letztendlich Bruno Gröning auch in der Universitätsklinik bewiesen hat, dass tatsächlich diese Heilung geschehen und dass er irgendetwas schon bewirken kann. Er hat nie gesagt, ich bin jetzt alleine eure Lösung, sondern er hat immer gesagt, gehen Sie zu den Ärzten, haben Sie Vertrauen zu den Ärzten. Er wollte immer mit den Ärzten zusammenarbeiten, das war sein großes Bestreben. Und sogenannte Heilstätten gründen gemeinsam mit den Ärzten. Das war wirklich sein Wunsch. Und als dann aber letztendlich, und da gibt es Beweise und Unterlagen darüber, dass es so war, dass die Ärzte letztendlich dann gesagt haben, oder die, mit denen er da gesprochen und verhandelt hat, einen Vertrag aufgesetzt und gesagt, also Herr Gröning, es ist also so, wir wollen von Ihnen monatlich ein bestimmtes Gehalt garantiert bekommen. Und dann kriegen Sie hier so und so viele Patienten, aber wir untersuchen, welche Patienten. Und wenn Sie die dann geheilt haben oder wenn die geheilt worden sind, dann dürfen wir die Hälfte dieser Patienten auf uns verbuchen, also dass wir die geheilt haben. Das war ein Vertrag, den er ja überhaupt nicht eingehen konnte. Das war ein Knebelvertrag. Er konnte überhaupt, weil er ja keine Einkünfte hatte, überhaupt gar keine Gehaltsgarantien übernehmen. Und in dem Moment, als er dann gesagt hat, ich bekomme das kostenlos, ja, und muss es kostenlos weitergeben. Ja. In dem Moment war das Urteil gesprochen, ja, über Bruno Gröning. Völlig klar. Und das kann man anhand aller Zeitungsberichte und so weiter. Die Medien schlugen von einem Tag zum anderen um. Ja. Es wurden Gutachten über Bruno Gröning erstellt von sogenannten Gutachtern, die Bruno Gröning weder gesprochen haben, die nicht mit Gehalten gesprochen haben, die von der Heilung auf dem geistigen Weg überhaupt gar keine Ahnung hatten. Das waren Gefälligkeitsgutachten. Alles bewiesen mittlerweile. Es wurden Menschen bestochen, sage ich auch ganz offen und ehrlich. Selbst der Bruder von Bruno Gröning hat eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, dafür 50.000 Mark bekommen, damals eine Menge Geld. Anfang der 50er Jahre. Das war eine Menge Geld. Das war, aber und hallo. Da hat er ein Gutachten gegen seinen Bruder, also eidesstattliche Versicherung abgegeben. Ja. Das war nachher der zentrale Punkt in dem Prozess, der auch angesprochen wurde gegen Bruno Gröning, dass der das 2 Jahre später widerrufen hat und sich bei Bruno Gröning entschuldigt hat unter Tränen und das auch nochmal schriftlich widerrufen hat, dass er einen Meineid und so weiter begangen hat und so weiter. Das fiel nachher alles unter den Tisch. Ja. Wenn einmal diese Lawine rollt, so kann man es wirklich ablesen. Das ist ganz, ganz schwer, die dann noch aufzuholen. Nein, aber es sind dieselben Mechanismen, die wir heute in vergleichsweisen Themen oder Bereichen auch haben. Und Sie haben mit kostenlos das Schlüsselwort angegeben. Wenn da 30.000 Leute in Rosenheim stehen, dann haben die ja keinen Eintritt bezahlt. Das heißt, er hat mit diesen Menschen gesprochen, hat ihnen etwas gegeben. Und das war ja nichts, was quasi GOE-mäßig, kassenmäßig abgerechnet werden konnte anschließend. Und noch viel schlimmer, er hat die natürlich dann nachher auch kein Rezept ausgestellt, wo dann 30.000 Leute in die Apotheke gerannt sind und irgendwelche Medikamente gekauft haben. Natürlich, damit ist natürlich, das geht nicht. Umsatzneutral, ja. Also Sie sollten sich schämen. Das geht wirklich nicht, das kann man auch der Pharmaindustrie nicht antun. Nein, das stimmt. Jetzt ist diese Kraft, ich finde das, auch wenn Sie es nicht im Film ansprechen, eine Kraft, die ja nicht nur bei Menschen, die hat ja auch bei Tieren funktioniert. Und damit hört ja dann auch, als Arzt wissen Sie, wovon ich rede, hört natürlich auch die ganze Placebo-Diskussion dann auf. Das ist richtig. Also es ist so, wir haben eigene Tierarztgruppen, die Heilung bei Tieren untersuchen. Und eben entsprechende Vorbefunde, Nachbefunde, wie wir sie bei den Menschen und bei den Geheilten auch erheben, eben da haben. Und das ist eben ganz offensichtlich. Für mich ist das auffällig, um nochmal auf den Heilsturm zurückzukommen, dass sie ihn aktuell spüren können.
wenn Sie das wollen. Ja, das also, wie Herr Block das gerade erzählt hat, mit der Haltung, die mit diesen Sesseln ein bisschen schwierig ist, aber kein Problem. Man kann es trotzdem, wenn man das will, als entsprechendes Kribbelgefühl, als Wärme- oder Kälteempfindung, man kann das in den Nervensystem auch zuordnen, oder als Schwere oder Leichtigkeit in den Extremitäten spüren und als, ja, auch als Fluss durch den ganzen Körper. Und das ist für mich von Anfang an etwas ganz Erstaunliches gewesen. Das gibt es ja bei anderen, sagen wir mal, übenden Therapien auch. Aber hier kommt es darauf an, dass eben das, was Herr Block auch schon sagte, dies Abgrenzen, das auch klare, ich sage dazu immer chirurgisch, ja, auch als Anästhesist, wir haben ja immer zugeguckt, wie die guten Kollegen arbeiten, dass man da eine klare Grenze zieht und dann aber in das Bitten kommt, dass man diesen Heilstrom auch zu erbitten hat. Und dann spürt man ihn. Und das finde ich was ganz Wesentliches, was auch ja, physiologisch zu begründen ist. Wie muss ich mir das vorstellen? Muss ich mich meditativ darauf einstellen? Also die Sitzhaltung ist das eine. Aber wie lasse ich das dann, wenn ich jetzt auf heute kommen wir noch, aber wenn ich damals dabei gewesen wäre, wie lasse ich das zu? Was gibt es bestimmte Begriffe, bestimmte Worte, bestimmte Bilder? Überhaupt nicht. Also ich denke, das Wesentliche ist dieses innere Öffnen. Und es ist ja ein Aspekt von Vertrauen und Glauben. Dieser Gröning sagte immer, Vertrau und Glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Und dann ist ja schon ein Wunschbild dort drin oder der Imperativ und aber auch, sagen wir mal, dann kriegst du das möglicherweise. Es gibt ja keine Heilungsversprechen, aber doch eine ganz klare Verkopplung in dieser Aussage. Und es hängt sicherlich damit zusammen, gerade in der damaligen Zeit, aber heute ist das natürlich genauso wichtig, dass man sich die möglicherweise erwünschte Heilung auch als schon geschehen vorstellen kann. Also ich visualisiere richtig, das, was eintreten soll. Um den Glauben zu verstärken. Ja. Also es geht um eine ganz klare Glaubens- und Vertrauensaspektierung. Und das andere, worauf wir sicherlich auch dann noch mal ein paar Mal kommen, ist die Lenkung der Gedanken. Dass sie auch effektiv nur noch Gedanken aufnehmen, die ihnen gut tun. Ja? Wir wissen das ja aus den ganzen Krankheitsentstehungen, wie das zusammenhängt. Aber der Gröning sagte etwas, was ich am Anfang als ärztliches Wesen erstmal gar nicht annehmen könnte. Er sagte nämlich ganz klar, eine Pathologie, also eine Krankheitsentstehungsbeschreibung, die Krankheit kommt vom Bösen und ist das Böse. Das ist ja nun etwas, was erstmal, wenn das so im Raum steht, zu weiteren, sagen wir mal, Überlegungen anregt. Aber er sagt doch ganz klar, nur das Gute kann eben das entsprechend wieder lenken und zur Gesundheit führen. Ich frage es jetzt mal negativ. Sie hatten gerade darauf hingewiesen, es gibt kein Heilversprechen. Was kann ich denn falsch machen? Also wenn ich jetzt bei einer solchen Massenversammlung oder auch bei einer kleineren dabei gewesen wäre, was wäre denn das, was man hätte falsch machen können, um diesen Heilstrom nicht zuzulassen? Also was sind die Fehler? Vorsichtig mit falsch und richtig. Aber okay, ich sag Sie mal, wissen, was ich was meine. Stören könnte, stören, ist allemal das, der Einzelne, der eine Heilung möchte, der Krankheit, Gröning sprach immer von Belastung, wieder Beachtung schenkt. Also dass er sich auch von dem, was jetzt da ist, als Befund sozusagen, sich nicht trennen konnte. Dann wird es schwierig. Aber andererseits sind Heilungen geschehen. Wir wissen, dass, wenn man jetzt zum Beispiel an die Gläubigkeit oder an den Glauben denkt, da sind Menschen gewesen, die wollten von Gott gar nichts wissen und sind trotzdem gesund geworden. Das war eine Frage. Dann sagen Sie erst, denn ich hätte dann auch zu dem Thema Glauben noch eine Frage. Aber Sie haben es angesprochen, die Heilung ist letztendlich, wir sagen oft dazu, ein Gnadenakt Gottes. Sie können keine Garantie jemandem geben, wenn er sich einstellt, dass er auch wirklich gesund wird. Da spielen sich Prozesse ab. Ich glaube, da reicht jetzt die Sendung nicht aus, um die alle erschöpfend zu behandeln. Letztendlich ist es so, dass über die Lehre Bruno Grönings auch so Dinge weitergegeben werden, wie dass man das nicht verlangen soll, sondern eher erlangen. Das ist auch ein Spruch von ihm. Nicht verlangen, sondern erlangen. Das zeigt aber auch, dass man eine gewisse Demut auch irgendwo aufnehmen sollte, hilft. Er hat gesagt, es gibt auch andere Beispiele. Es gibt Beispiele, dass Atheisten
gesund geworden sind, obwohl sie überhaupt nicht an Gott glauben. Das kann ich Ihnen nicht erklären, wie sowas funktioniert. Was ich aber weiß, sicher aus vielen, vielen Hunderten von Gesprächen, dass der Glaube an Gott sicherlich hilft. Und wenn ich dann diese Kraft aufnehme und wenn ich es genauso mache, dass ich mich von den Sorgen, von den Belastungen wirklich löse. Bruno Gröning sagte, Sie dürfen nicht drauf sitzen. Er ist kein Dieb, hat er einmal sogar zu jemandem gesagt. Weil der sagte, wieso werde ich das nicht los? Sagt er, ja, du hältst es ja fest. Solange du die Krankheit festhältst und gar nicht loswerden willst, ich reiße dir nicht aus den Händen. Ja. Du musst es mir schon freiwillig geben. Also dieses sich wirklich bewusst lösen. Und ich habe zum Beispiel einmal mit einer Frau gesprochen, die saß im Rollstuhl, die brauchte dringend Hilfe. Die habe ich auch entsprechend mit der Lehre Bruno Grönings in Verbindung gebracht und wollte mit ihr auch entsprechend die Kraft gemeinsam aufnehmen. Und sie spürte das auch, es war unglaublich. Und dann sagte sie zu mir, und das hat mich wirklich betroffen gemacht, und da habe ich an diesen Satz von Bruno Gröning mich denken müssen, ja, aber jetzt werde ich gesund, sagte sie. Ich sage, ja, der Glaube an die Gesundheit ist doch das A und O und das Wollen, das Gesundwerden wollen. Ja, aber, sagte sie dann zu mir, dann verliere ich ja meine Rente. Und dann kümmert sich ja keiner mehr um mich. Nö, sagte sie, möchte ich nicht. Ist so eine klare Entscheidung. Sie wollte nicht gesund werden und dann kann niemand helfen. Ja. Verstehen Sie, das kann wirklich eine Barriere sein. Letztendlich sagt Bruno Gröning, jede Krankheit ist heilbar. Es gibt keinen Unheilbar. Es gibt keinen Unheilbar, ja. Aber nicht jeder Mensch. Und das ist genau der Punkt. Ja. Wer nicht gesund werden will, wer mit der Krankheit leben will, ich könnte da noch viel erzählen. Wir waren Anfang des Jahres auf einer großen Gesundheitsmesse in den Niederlanden. Da habe ich mit so vielen Menschen gesprochen. Wer sich mit der Krankheit abgefunden hat, wer darin lebt, in der Krankheit, wer überhaupt nicht mehr, was ich durchaus verstehe, überhaupt nicht mehr die Hoffnung aufnehmen kann, dass es überhaupt noch irgendetwas gibt, was einem helfen kann. Das ist auch einer unserer Ansatzpunkte, dass wir den Menschen sagen, ja, es gibt eine Möglichkeit, keine Garantie, aber eine Möglichkeit, Hilfe und Heilung auf dem geistigen Weg. Aber ich glaube, der Punkt, der ist deutlich geworden, ganz entscheidend, das ist die persönliche Entscheidung, das auch, was Sie sagen, zu erlangen, anzunehmen und aufzugreifen. In dem Moment, wo ich mich in der Krankheit auch zurechtfinde, so wie das mit der Rente, aber es gibt ja noch viel einfachere Beispiele und Rollstuhl ist ja dann schon ein Thema, ob man dann sagt, lieber Rente und Rollstuhl oder lieber rumlaufen, fit und gesund sein und dafür die Rente verlieren. Ich wüsste eigentlich schon, was ich wählen würde, aber viele haben sich auch in bestimmten anderen Bereichen in ihrer Krankheit zurechtgefunden. Das sind bestimmte Sachen, die funktionieren, das sind soziale Mechanismen und da habe ich natürlich dann die Blockaden, die mich daran hindern, mich entsprechend zu öffnen, klar. Aber vielleicht, ich habe da durchaus Verständnis für absolut, diese Menschen. Absolut. Nicht, dass ich das jetzt falsch ausgedrückt habe. Ich habe da durchaus Verständnis, denn in der heutigen Zeit wird man darauf programmiert, mit der Krankheit zu leben. Ja? Ja. Auch andere Institutionen erklären einem, leben Sie mit der Krankheit. Und viele diagnostizieren unheilbar. Und damit ist für diese Menschen ja, das Leben letztendlich darauf beschränkt, halt wirklich mit dem zu leben, was man in dem Moment hat. Und daraus machen sie nach bestem Wissen und Gewissen einfach ja, für sich persönlich das Möglichste. Und also man muss ja auch ganz ehrlicherweise, gerade wenn man sich mit dem Thema Gesundheit etwas intensiver befasst, sagen, dieses Leben mit der Krankheit erzählen einem die, die von der Krankheit wiederum leben. Und vor dem Hintergrund ist natürlich dieses ganze System von Pharmaindustrie, Krankenkassen, Ärztesystem, mit Verlaub, ich muss das trotzdem sagen, etwas, was natürlich der Nutznießer genau dieser Geisteshaltung ist. Und insofern auch klar, wenn dann jemand solche Erfolge vorweist, dann muss man ihm natürlich die Standesärztliche Vereinigung auf den Hals schicken. Ich würde trotzdem noch mal ganz gern das Thema Glaube ansprechen. Sie haben gesagt, das ist das Einzige, was mich nicht überzeugt hat, dass Sie sich nicht erklären können, dass ein Atheist geheilt werden konnte. Es geht ja nicht um einen bestimmten spezifischen Gott. Es geht, verstehe ich das falsch? Es geht um die Akzeptanz, Heilstrom, das Erlangen, das Annehmen eines Heilstroms einer immateriellen, wie auch immer gearteten Kraft,
Die einen nennen das Gott, die anderen nennen das ganz anders. Und warum soll nicht jemand, der jetzt direkt als Atheist an die Vatikan-Vorgaben von Gott nicht glaubt, nicht so spirituell sein, dass er eine oder dass sie eine solche Kraft aufnehmen kann? Das hat doch mit den Vorgaben aus Rom nichts zu tun. Nein, gar keine Frage. Natürlich. Für uns ist das vollkommen klar, ja. Ob man an Gott glaubt oder nicht. Jeder hat den Zugang zu dieser Kraft. Der Ausgangspunkt war nur, dass wir von göttlichem Heilstrom gesprochen haben, von der göttlichen Kraft. So, und da war der Punkt, dass eben auch Menschen, die nicht an Gott glauben, ja, dass sie trotzdem gesund geworden sind. Also dass diese göttliche Heilkraft, dieser göttliche Heilstrom, das stört offenbar überhaupt gar nicht, dieser Begriff, sondern man kann sich dem einfach öffnen. Und ja. Die einen, was ich auch sagte, nennen das universelle Heilkraft eben. Oder natürliche Lebenskraft oder wie auch immer. Und das ist halt auch das, was den Bruno Gröning Freundeskreis, auf dem wir ja sicherlich gleich noch kurz zu sprechen kommen, auch auszeichnet, dass er das, was die Lehre Bruno Grönings eben vorgegeben hat, als Richtschnur nimmt für auch die Jetztzeit. Ja. Das heißt, über Konfessionalität, keine Hautfarbenunterschiede, keine Nationalunterschiede. Wir sind international aktiv. Ja? Man kann es als international oder weltweite Organisation mittlerweile bezeichnen, mit über 70.000 Freunden und in über 2.200 Gemeinschaften weltweit in über 90 Ländern. Also da kann man wirklich sagen, da ist alles vertreten, da sitzen alle Religionen da und interessanterweise in allen Bereichen geschehen Heilungen. Ob das jetzt in Asien ist, ob das in Israel ist, ob das in Nordamerika ist oder hier in Europa. Und das zeigt ja schon, dass es nicht ein spezifischer ist, der da die Kraft sendet, sondern das ist wirklich die universelle Kraft. Es ist überall derselbe Universum, dieselbe kosmische Kraft, insofern, die uns als Planet an sich umgibt. Insofern ist das völlig wurscht, wie ich das Kind nenne, aber darum wird es wahrscheinlich letztendlich, oder darum geht es ganz offensichtlich. Ja. Wissenschaft heute, vor allen Dingen Medizinwissenschaft, verlangt bei solchen Themen immer eine saubere Dokumentation. Als Arzt, wie stabil, wie gut dokumentiert sind hier die Einzelnen? Wir werden uns gleich ein Beispiel mal ansehen. Aber wie intensiv haben Sie diesem Bedürfnis der Schulmedizin Rechnung getragen, die Fälle zu dokumentieren? Es gibt überall regionale Gremien, wo Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Psychologen, aber auch Studierende, wir haben sehr viele junge Leute dieser Fächer, zusammensitzen, um eine ganz klare Beurteilung dieser Heilung zu geben. Und dann werden Vorbefunde rangezogen, die von den ganz normalen Krankenhausärzten sind. Und eben, wenn es möglich ist, einen Geheilten eben zu einer Nachuntersuchung, das kommt ja immer drauf an, ja, wir können ja nicht sagen, jetzt wird noch unbedingt ein Herzkatheter nochmal geschoben oder so. Das muss also stimmig sein. Dann werden diese Nachbefunde, die eben auch von den entsprechenden persönlichen Ärzten erstellt werden, werden herzugezogen, werden verglichen. Es wird genau geschaut, sind da noch Arzneimitteleinnahmen gewesen. Das würde natürlich das gleich ausscheiden lassen. Und dann wird das genau festgestellt, ist das jetzt wirklich eine Heilung auf geistigem Weg? Also das wird in Fachgremien entschieden. Ja. Und nur solche geprüften Heilungen, wie wir dann auch jetzt nochmal im Bild sehen, kommen an die Öffentlichkeit oder werden entsprechend in den Informationsvorträgen weltweit vorgetragen. Also das ist ein ganz klares Vorgehen, mit mehrstufig sogar, dass die sogenannten Ärztegemeinschaften sind nur so also die letzten Überprüfungen. Sie sind da auch völlig guten Mutes, dass das einer kritischen Überprüfung jederzeit standhalten würde. So wie Sie es schildern, ist das eigentlich das klassische wissenschaftliche Vorgehen. Ich gucke mir den Befund vorher an. Der ist ja nicht von Ihnen oder ist nicht aus dem Freundeskreis. Das ist von dem Hausarzt, von dem Kardiologen, von dem Orthopäden, wo der entsprechende Mensch vorher gewesen ist. Mhm. Und dann guckt man sich nachher das an, was daraus geworden ist und muss dann sehen, ist der Weg dahin medikamentös, operativ oder mental. Ganz genau. Komme ich zu einer klaren Aussage. Über die Aufnahme des Heilstroms, wo das deutlich zu korrelieren ist. Und oft sehen wir dann bei Gesprächen auch,
bei Rückfragen mit den entsprechenden Nachuntersuchern, das sind oft die gleichen, ja, sehen wir natürlich ein Riesenerstaunen, wie das dann eben geschehen konnte. Oft mit der Sache, da ist die Karte verwechselt, ja, oder so. Das hören wir sehr oft, also die Karteikarte oder so. Aber es ist dann eben, und oft ist es so, dass wir dann auch in Gesprächen das Interesse bei diesen Kolleginnen und Kollegen wecken, ja, und das kommt vom Erstaunen dann zur Mitarbeit. Ja. Also wir haben im Film ein Beispiel, das, da haben wir jetzt keine Zeit zu, ein Beispiel einer, also bemerkenswert, wo es um wirklich kardiologische Probleme schwerster Stärke ging, wo man, ich sag mal, wo das Leben, wenn man das sich so anhört, quasi auf der Kippe stand, ja, und wo die kardiologischen Probleme, also die Herzprobleme dieser älteren Dame, schlussendlich nachher vom Tisch sind. Ja, also eine Dame, die inzwischen 75 ist, ja, die war, da war sie eben 67, 68, hatte sie eine Dreifacheinschränkung in den Herzkranzgefäßen, ja, 70-90% verschlossen, ja, Bypass-Operation, nichts genutzt, wieder den gleichen Zustand gehabt, also eine, ja, nicht lebensfähig im Grunde genommen, also den Haushalt konnte sie nicht mehr machen, ja, ja, Pflegestufe 1 und dieses Übliche, was dann kam. Sie kommt in den Freundeskreis und erhält dann nicht nur die Heilung von diesen, inzwischen natürlich auch kardiologisch, die hat sich selbst nachuntersuchen lassen, das ist also da, dass die Herzkranzgefäße auch keine Randständigkeiten mehr, die sind offen. Ja, ja, voller Durchfluss. Die wandert auch, die geht auf Berge mit an die 2000 und so mit Rucksack. Die ist vollkommen wieder, lebt in Kassel. Eine Frau, die ich auch öfters eben gesprochen habe, wo ich mich selbst dann auch, nicht jede Geheilte, jeden Geheilten, ich betreue zum Beispiel Kanada und Jordanien und Syrien und so, die kenne ich nicht alle persönlich. Aber da habe ich mich auch selbst überzeugt, die ist frei geworden. Hatte auch eine Verschlusskrankheit in beiden Beinen, zweites Stadium, ja, frei geworden, ja. Also ärztlich nicht zu erklären, aber die Befunde sind da. Darf ich nochmal kurz ergänzen? Das ist ja kein Einzelfall, von dem wir hier reden. Ja. Wir haben ein großes Archiv zusammengetragen. Seit 1992 gibt es diese sogenannte medizinisch-wissenschaftliche Fachgruppe innerhalb des Freundeskreises, der auch der Dr. Vogelsberger angehört. Und da haben sich ja Tausende von Ärzten, Psychologen, wie er es gerade, oder andere Angehörige heilkundlicher Berufe zusammengefunden, um eben genau das, seit 1992 machen wir das, zu untersuchen. Und es gibt eigentlich, jetzt bin ich kein Arzt, aber kaum eine Krankheit, die wir nicht im Archiv als geheilt haben. Und in dem Moment, wenn eine Krankheit einmal auf dieser Welt durch Heilung auf dem geistigen Weg geheilt worden ist, dann gehe ich davon aus, sie ist unheilbar. Also sie ist eben nicht unheilbar. Ja. Ja, also insofern bestätigt sich auch in diesem großen Archiv von Tausenden, Abertausenden von Heilungen das Wort Bruno Grönings letztendlich, dass das tatsächlich stimmt. Es gibt keinen Unheilbar. Bevor wir uns den ansehen, eine Frage, die mich einfach interessiert an den Arzt und Mediziner. Zugespitzt formuliert, mit der Methode und mit dieser mentalen Lenkung, dem Zulassen und dem Nutzen dieses Heilstroms, würden Sie als Berufsstand sich eigentlich arbeitslos machen? Das ist richtig. Aber Sie sind Arzt, Sie sind jetzt, also, oder sagen wir mal so, wie geht man denn da jetzt mit den Kollegen um? Also ist das nicht so ein lachendes und weinendes Auge? Eigentlich natürlich eine tolle medizinische, sensationelle Möglichkeit, andererseits aber was ist die berufliche Zukunft der Ärzteschaft in diesem unserem Land? Im Grunde genommen haben Sie vollkommen recht, Paracelsus, Gröning hat das aufgenommen, und sagte, jeder wird sein eigener Arzt, dann kommt der Herrgott, ist der größte Arzt. Und gerade dieser erste Satz würde uns eben, sagen wir mal, brotlos machen. Dem ist aber nicht ganz so. Ich sehe es einfach so, dass viele noch deutlich zurückhaltend sind, ärztliche Kollegen, aber sehr viele inzwischen, ja, die aus der Naturheilkunde schon kommen, westlich, östlich, die sind, haben sich aufgemacht oder sind geöffnet. Und das ist ja einfach nur ein ganz besonderer Weg, die Ordnungs- und Selbstheilungskräfte des Einzelnen überhaupt wieder raus aktiv zu machen. Genau. Und für mich in der Einfachheit einfach genial. Ja, und ich habe mich ja davon auch selbst überzeugt. Ich war noch gar nicht in dem Freundeskreis. Da hatte ich durch einen Tennisunfall, bin bei so einem kleinen Turnier auf dem Platz richtig hingefallen und hatte mir den Innenmeniskus rechts aber so zerrissen, dass er operiert werden sollte.
Aber ich mache es jetzt kurz, nach 3 Wochen habe ich wieder Tennis gespielt. Keine Operation. Also eine ganz klare Aufnahme damals war meine Frau, Apothekerin, schon im Freundeskreis. Und habe ich gesagt, was machst du denn mit dem Einstellen? Jetzt zeig mir das. Und dann habe ich es gemacht. Nach 3 Wochen habe ich wieder Tennis gespielt. Und so einen Fall sehen wir uns jetzt an. Ja, 1973 hatte ich bei der Bundeswehr einen Motorradunfall, stürzte und schlug mit dem Rücken auf. Die Verletzungen waren schon sehr stark am Rücken und es dauerte fast 15 Monate, bis ich wieder hergestellt war. Und dann fing ich bei Sabesch an zu arbeiten unter Tage. Die Arbeit dort war nicht leicht. Dieser Klimawechsel war enorm. Immer dieses warme, kalte, die Zugluft. Ich hob ja auch sehr schwere Teile. Teilweise, es ging gar nicht anders, weil wir da gar keine andere Möglichkeit hatten. Also war der Körper schon sehr gefordert. Und es fing dann wieder so ganz schleichend an mit diesen Rückenbeschwerden. Das war im Lendenwirbelbereich und es zog dann in die Beine. Es war dann irgendwann, wurde es immer stärker und ich musste wieder den Arzt aufsuchen. Da hat mir dann ja immer wieder diese Wärmebehandlung und dann später hinaus, als es immer schlimmer wurde, bekam ich diese Infusionen und Spritzen und Zäpfchen. Es war dann teilweise so schwer, also so stark diese Schmerzen, dass ich dann hier saß, hier in diesem Raum, auf diesem Sessel oder auf dem Stuhl. Und ich konnte mich einfach nicht mehr bewegen. Es ging nichts mehr, sodass es war dann einfach so, als würde mir ein Messer in die Wirbel gestochen. Und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und meine Frau oder die Tochter haben mir dann geholfen, hochgezogen. Und ich ging ganz gekrümmt ins Bett. 1993 kamen noch diese Beschwerden an den Hüften dazu. Meine Mutter, mein Vater und meine Schwester, alle künstliche Hüftgelenke. Und so kam ich dann auch in eine Fachklinik. Und dort wurde mir das dann aber auch bestätigt, dass ich Bandscheibenvorfälle hatte, weit fortgeschrittene Korksarthrose an der rechten Hüfte zuerst und dann nachher später an der linken. Und aufgrund dieser Unterlagen wurde mir von dem Versorgungsamt dann 40% Schwerbehinderung zugesprochen und dann irgendwann, dann hieß es dann Heilung auf geistigem Weg durch die Lehre Bruno Grönings. Also ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Aber meine Frau ging hin. Ich beobachtete sie dann, als sie nach Hause kam und die ganze Zeit über. Und ich sah, dass in ihr irgendeine Veränderung stattgefunden hatte. Und ging dann einfach mal mit zu so einem Vortrag. Hab mich dorthin gesessen, hab gespürt, die Kraft dort gespürt. Da wird gesprochen von einer Heilkraft. Das war so eine Ruhe da, so eine Harmonie eigentlich. Es war sehr angenehm. Und deshalb bin ich dort mit hingegangen, habe mich am Anfang dann immer auf diese Kraft auch eingestellt, von der da gesprochen wird. Und habe in meinem Körper dann Verschiedenes gespürt. Ich habe dann als dicke Hände bekommen, habe im Rücken als dann so regelrechtes Brennen gehabt und es wurde dann auch immer leichter und irgendwann habe ich 96 festgestellt, ich brauche diese Salben nicht mehr, diese wärmende Salbe, mit der ich täglich mich eingerieben habe. Es war einfach, ich brauchte das einfach nicht mehr. Ich brauchte diese Zäpfchen nicht mehr, ich hatte keinen Arztbesuch mehr. Und so habe ich dann irgendwann mit einem Kollege, das war, glaube ich, 2003, haben wir eine Grube ausgehoben. Das waren 27 Kubikmeter und es ging ohne schweres Gerät, ging es nicht, also mit Pickel und Schaufel. Nach 12 Stunden waren wir fertig und ich war sowas von dankbar. Ich hatte überhaupt keine Schmerzen und hätte sofort wieder weiterarbeiten können. Es war eine Freude für mich und das war für mich die Bestätigung. Du bist kerngesund und ich bin es immer noch und bin dankbar. Ja, das hatte ich alles 23 Jahre und dann ist es einfach weg. Schönes Schlusswort, weil er so deutlich macht, dass, was man ja gerade bei schweren Erkrankungen, wissen Sie ja besser als ich, wenn man da dann
ein Jahrzehnt, nächstes Jahrzehnt quasi an Problemen und Sorgen und auch medikamentöser Behandlung, wird das ja nicht besser. Und dass das dann so weggehen kann, ist in der Tat ein Phänomen. Freundeskreis, Stichwort. 1959 stirbt Brune Gröning. Seine Heilung, ihre Heilung sind ja alle nach, wenn ich das richtig sehe, nach dem Tod von ihm überhaupt erst möglich gewesen. Wie muss man sich denn das jetzt vorstellen, dass es möglich war, diese Kraft, diese Fähigkeit, die ja zunächst einmal ganz offensichtlich, auch wie wir es in den Bildern gesehen haben, an seine Person, auch wenn er da so nicht wollte oder nicht so interpretiert hat, aber an seine Person gekoppelt war, wie konnte man das rüber retten in ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte, jetzt viele Jahrzehnte nach seinem Tod? Ja, Bruno Gröning hat das selber zu seinen Lebzeiten noch vorhergesagt und hat gesagt, dass selbst wenn er gestorben ist, er für die Menschen nicht tot sein wird, so im ausschließlichen Grunde, sondern dass jeder quasi sein eigener Arzt werden kann. Das hat er schon vorhergesagt. Und dass er natürlich den Menschen weitergegeben hat, das Wissen darum, dass diese Kraft eben nicht an seinen Körper gebunden ist, sondern er halt Transformator, so nannte er sich das, ist für diese Kraft. Letztendlich ist es so, dass Bruno Gröning den Menschen in seiner Lehre weitergegeben hat, dass der Mensch nicht Körper ist ausschließlich, sondern Geist. Und dass dieser Geist sich in der Lage ist, mit der göttlichen Energie, mit der universellen Kraft zu verbinden und auf geistigem Wege jetzt in der Lage ist, diese Kraft in den Körper aufzunehmen. Das ist Heilung auf dem geistigen Wege. Und das ist, wie gesagt, jederzeit an jedem Ort der Welt möglich. Und insofern ist das an die Zeit vor 59 in keinster Weise gebunden und deswegen auch heute noch möglich. Und die Veranstaltungen sind ja richtige Großveranstaltungen zum Teil, die Sie durchführen, sind Veranstaltungen, wo jetzt das Wissen und dieses Einstellen, ich sage jetzt mal von Schülern, wahrscheinlich würde er das gar nicht so nennen wollen, aber im Prinzip muss man sich das so vorstellen, vorgetragen wird und funktioniert. Also es gibt über 2200 Gemeinschaften, so nennen wir das. Das sind örtliche Gruppen. Da trifft man sich als Bruno Gröning Freund, kann man da hingehen, alle drei Wochen. Und da gibt es einen, der dann eben, ich sag mal, die Organisation macht als Leiter. Und da hört man erstmal eine ruhige Musik, um in der Lage zu sein, eben diese Ruhe aufzunehmen und sich mit dieser Harmonie zu verbinden und dann auch eine Zeit bekommt, wo man alles das, was man gerade noch von der Arbeit oder vom Einkaufen oder vom Autofahren so gerade so an Erlebnissen mitgebracht hat, dass man sich erstmal davon löst. Denn das stört ja letztendlich nur. Und dass man sich selbst in diese Kraft auch einfühlt und einbegibt. Und ja, die Menschen kommen da zusammen, die erfahren mehr über die Lehre Bruno Grönings, die erfahren über Hilfe und Heilung auf dem geistigen Weg. Einzelne sprechen dort vor Ort über ihre persönlichen Erfahrungen und das letztendlich sorgt dann dafür, auch die gemeinsame Kraftaufnahme, auch das gemeinsame Bitten für Angelegenheiten, für Herzenswünsche und so weiter, das sorgt letztendlich dafür, dass man da halt die Kraft aufnimmt und Bruno Gröning hat den Körper immer mit einer Batterie verglichen und insofern sehe ich das immer so, wenn ich zur Gemeinschaftsstunde gehe, ich nehme einmal die ganze Füllung mit. Ja, ich lasse also meine Körperbatterie einmal so richtig aufladen und dann gehe ich wieder nach Hause. Und dann hat er immer empfohlen, sich um 9 Uhr morgens und um 9 Uhr abends auch zu Hause persönlich einzustellen, in der Familie oder alleine. Und da macht man es im Prinzip kurz gefasst genauso. Man macht eine ruhige Musik, man stellt sich auf diese Kraft ein, man bittet für seine Angelegenheiten, man hört wieder eine gute Musik und geht dann beruhigt ins Bett. Ganz, das heißt, kraftvoll. Ich nehme das mit nach Hause auch. Ich brauche den Anstoß, oder nicht brauche, aber ich nehme den Anstoß aus dem Freundeskreis, die Information, auch den Weg, den nehme ich mit, aber ich kann das auch ganz alleine in den eigenen vier Wänden ansetzen, umsetzen
und dann auch für mich nutzbringend anwenden. Richtig, es geht sicherlich um ein Kontinuum in einer geistigen Arbeit. Und Sie sprachen ja die Vorträge an. Jetzt am Wochenende waren gerade Vorträge in Kampala, also in Uganda. Das geht also weltweit. Ich habe jetzt ganz besondere Erfahrungen in Amman und in Damaskus jetzt in den letzten Wochen sammeln dürfen. Ja. Und das will ich noch ansprechen, denn dieser Herr hier, der Herr Beaver, doch ein paar Jahre gebraucht hat, um die Heilung dann wirklich zu erhalten, zu erlangen. Wir sehen in den Vorträgen etwa an jedem zweiten, und ich habe schon hunderte davon halten dürfen, auf sehr vielen Kontinenten, Heilungen. Direkt im Vortrag. Also wo wir den Eindruck haben, der Einzelne kann ja jetzt noch gar nicht das sozusagen verstanden haben. Ja? Und wir sahen auch schon Heilung in Vorträgen von Menschen, die die Sprache gar nicht konnten, in der vorgetragen wurden, die auch Heilung bekamen. Also da ist schon etwas ganz Besonderes zu vermerken, dass wir Spontanheilungen sehr wohl sehen, aber auch längere Heilungswege. Ja, es ist an sich klar eine universelle und eine kosmische Kraft, die braucht keinen Dolmetscher. Richtig. Die geht auch ohne so etwas vonstatten. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön für den Einblick in das Leben eines ganz besonderen Menschen und ein Dankeschön dafür, dass das, was er den Menschen hier in diesem Land geschenkt hat und gegeben hat, von ihnen weltweit weitergetragen wird. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Und ich glaube, man muss kein Prophet sein, wenn man sagt, dass das, was sie tun, was er der Menschheit gegeben hat, etwas ist, was vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft auf eine größere Akzeptanz, ein größeres Verständnis stößt, als das im Augenblick der Fall ist. Wir leben in Umbruchszeiten, gerade was diese Dinge betrifft. Und da kann man eigentlich guten Mutes sein. Und in diesem Sinne herzliches Dankeschön. Danke. Gerne. Liebe Zuschauer, www.bruno-gröning.org ist die Website des Freundeskreises, und da es auch eine ganze Reihe von Filmen und von Publikationen gibt, www.gh-verlag.de, die Verlagsseite. Und auf drei Publikationen will ich hinweisen. Die Wahrheit hat Alleinbestand, Bruno Gröning und sein Freundeskreis, eine kleine Publikation, vielleicht als Einstieg für denjenigen, der lieber die Heilungen geschehen weiter, sich das Ganze auf der filmischen Seite ansehen will, eine DVD, die sich mit dem, was aktuell passiert und was aktuell möglich ist, auch viele Jahrzehnte nach Bruno Grönings Tod informieren will, der sei auf diese DVD. Und Revolution in der Medizin, das sicherlich als Standardwerk und als umfangreiches Handbuch, kann man sagen, im Hinblick auf das Leben und auf die Lehre, etwas, wer sich da etwas intensiver einsteigen will, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Für das Interesse und die Aufmerksamkeit ein herzliches Dankeschön. Wie immer, tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal beim Alpenparlament.